Jo, da wäre er wieder. Und ich darf rumbasteln. Also zum einen müssen wir das hier nach vorne verschieben. Dass es hier an dem Fließband dran ist. Nee. Ja, doch. Also ich habe gerade geguckt, ob wir nicht das Fließband hier ein Feld weiter nach rechts machen können, damit es gleich auf der richtigen Höhe ist. Aber nein, dann ist wieder hier ein Problem mit den Pfeilern und da. Das passt schon. Okay, das heißt, ich nehme jetzt dich einfach mal weg. Achso. Oh, ich sollte mein Inventar vorher irgendwie ausmisten. Möchte irgendjemand Eisen haben? So ein Inventar voll Eisen. Da Eisen. Da Eisen. Da Eisen. Es ist so schön, dass wir jetzt einfach überall Eisen reinschmeißen können. Da Eisen. Du kriegst mal ein bisschen Kupfer, du kriegst ein bisschen Kupfer. Ihr habt schon 200 Stahl auf Vorrat. Da. So, mach mal. Und alles staut sich. Sehr gut. Eine Eisenpufferkiste. Ja, eine Eisenpufferkiste hätte ich auch wieder gerne. So eine richtig, richtig große. Aber ich denke, es wird sich nicht lange stauen. Also sollte ich da nicht zu größenwahnsinnig werden, auch wenn ich das gerne mag. Also größenwahnsinnig zu Schauspielern und größenwahnsinnig zu sein. Mag ich beides. Du, weg. Erstmal nur ein. Das heißt, du kommst weg. Hier kommt jetzt ein Untergrundrohr hin. Das bis dahin führt. Und das Wasserrohr hier wird auch wieder untergründig. Und führt dahin. So, das Ding britzelt schon. Leg doch bitte mal da das Eisen rauf. Und das Ganze machen wir jetzt hier oben auch nochmal. Dich weg, dich weg. Du runter bis da. Dich. Warum geht... Achso, ich war am Weg. Du... Immer die Forschung in letzter Zeit. Ich brauche irgendwas, was länger dauert. Schnellere Fließbänder? Nein. Modulare Rüstung. Ja, doch. Ich hätte ganz gerne meine Gehhilfe wieder. Also kämpfen... Ich weiß nicht, ob wir in diesem Mod so viel selber kämpfen werden. Ich denke, die Gegner werden irgendwann zu stark, dass man da selber gut was gegen machen kann. Außer die Waffen eskalieren halt total. Aber weglaufen würde ich schon ganz gerne können. Weil ich will nicht wieder neu laden müssen. Neu laden ist mal doof. Ja, also erforschen wir das mal. Ist okay. So. Da ein Untergrundrohr. Kommst du bis ganz da hinten? Ja. Sehr gut. So war doch richtig, ne? Eisen? Ja. Ja, super. Und du kriegst jetzt so ein langes, normales Ärmchen. Und das staut sich hier, weil wir da oben keinen Anschluss haben. Ja, das ändern wir. Du weg, du weg. Du hin, du ran. Und das hier alles einsackt, damit wir noch mehr Eisen im Inventar haben. Wir hatten ja schon eine Zugserscheinung. So. Ja, der Knick ist leider nicht groß genug für eine ordentliche Pufferkiste. Das ist ein wenig schade. Ich muss mal gucken, wie ich das dann später löse. Aber wenn wir die Very Large Kisten haben, diese 3x3 Felder, dann können wir es ja einfach hier irgendwo hinbappen. Und dann geht das auch schon auf. So, jetzt Kupfer. Du gehst erstmal weg. Was bist du da für ein Fließband? Du warst das angebliche zukünftige Fließband für die Schmelzöfen. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Schmelzöfen sind out. Blast Furnace sind in. Genau, das Roherz kommt hier schon mal gar nicht hin. Das kommt nur bis hier. Und muss weiter runter. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie das aufgeht. War das hier der richtige Abstand? Hat der Gerogon in der Zukunft schon gemacht, ne? Ja, super. Du, darum. Die Vergangenheit, ja. Da. So. Okay.
Blast Furnace. Wir haben kein Blast Furnace. Das ist nicht gut. Bau zweimal Blast Furnace und es dauert Ewigkeiten, bis er fertig ist. So, das heißt, ihr geht jetzt hoch bis hier. Da kommen zwei Blast Furnace hin. Das heißt, wir können die Zeit nutzen, während sie gebaut werden, um die ganzen Altlasten hier wegzumachen. Nicht den Strommast. Und nicht selber Erz abbauen. Das brauchen wir nicht mehr. Moment mal. Das Fließband hier ist auch falsch. Stimmt. Das muss genau wie das Eisending hier einen Knick haben. Also es kommt von unten. Da ein Knick, da ein Knick. So muss das aussehen. So. Dann kommen also hier die Blastfurnace hin. Das heißt, das ganze Ding ist viel zu eng gebaut. Ich denke, ich werde die mal umdrehen. Ja, umdrehen ist eine viel bessere Idee. So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. So, dann haben wir hier viel mehr Platz. Also andersrum, 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 andersrum. Drehen, drehen, weg, weg. Dann macht das Ding hier einen Knick. Geht. Nein! Nicht das arme Eisen schon wieder gängeln. Das hat schon genug durchgemacht. Da runter. Da rum. So. Also Kupfer kommt von da, geht da rum. Alles gut. Oh, du bist alle. Dann bau doch mal bitte da neu. Da neu. Geht das da raus? Ja, okay. Und die sind fertig. Sehr schön. Dann bau doch bitte da. Es geht nicht. Ah doch. Geht. Ich stehe, glaube ich, nur im Weg. Genau. Und du kommst mit einem Abstand dahin. Genau wie hier. Und du kommst mit einem Abstand zu dem, also dahin. Jetzt müssen wir nach da hinten Lava bekommen. Du machst bitte flüssiges Kupfer. Und du brauchst kühlere Lava als die da. Du brauchst 1200 Grad heiße Lava. Wir haben aber nur 1400 und 1600. Okay, jetzt kommt das Abkühlrezept ins Spiel. Dafür bräuchte ich einen Lava-Händler. Oh, haben wir schon. Ah, brauchen wir noch einen zweiten, ist okay. Armor Crafting ist fertig. Sehr schön. Dann hätte ich gerne. Wo ist die Gehhilfe? Nein! Jetzt sag mir nicht, er hat die Gehhilfe rausgepatcht. Also ja, es war ein bisschen übertrieben, wenn man 3, 4, 5 davon getragen hat. Oh ja, sieht so aus. Mist. Okay, dann hätte ich gerne MK3-Tanks. Nein, keine MK3-Tanks. Flammables, nein. Bessere Stromversorgung. Bräuchte die Lila-Chips. Die Lila-Chips müsste ich erstmal entwickeln. Die brauchen blaue Chips und Bundled Wire. Bundled Wire braucht nur Rubber. Ja, es ist machbar. Und es erlaubt eine ganze Menge Sachen. Vor allem auch die ersten Roboter. Also ja, mach mal Chips. So, das Ding bauen wir ab. Bauen wir woanders auf. Ich brauche hier mehr Platz für die Lava. Apropos Gegner. Ist irgendjemand am Schnüffeln? Ja, die da ein bisschen. Aber nicht so wirklich viel. Ah, ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar. Ich muss kurz Mauern bauen gehen. Sonst verrotten die im Inventar und dann nützen sie nicht wirklich viel. Da, wo die Hauptbedrohung war, im Osten haben wir schon eine Dreiermauer. Ja, haben wir. Hier brauchen wir eigentlich keine, aber ich setze trotzdem eine hin. Damit, falls mal wieder jemand durchbricht, sie wieder hier die Mauer angreifen, statt irgendwas Wichtiges. So. Da unten. Da können wir eine schöne Dreiermauer hinsetzen. Und wo wir gerade dabei sind, haben wir Licht? Nein, wir haben kein Licht. Brauchen wir bitte Licht. Tim, 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 tim. 1, 2, 3. Baum weg. Nein. So.
Da Licht hin. Schon besser. Und hier auch Licht hin, weil hier Verteidigungsanlagen sind. So, hier muss das Dark Hell sein. Wo ist meine Mauer? Da ist meine Mauer. Also, eine Reihe. Oh, die ganzen Bäume. So, geht mir jetzt nicht so wirklich um die Verteidigung. Geht mir eher darum, dass ich die Mauern loswerde. Und wenn ich sie oben in irgendeine Kiste schmeiße, dann werde ich sie auf jeden Fall vergessen. Und das wäre schade drum. Bäume jetzt wegholzen ist eigentlich die beste Idee, wenn ich doch gerade verhindern will, dass die rechtliche Basis da am Schnüffeln ist, ne? Yeah. Ja, gut. Oh, eine Vierfachmauer. So. Hat nicht so wirklich viel gemacht. Was sagt die Karte? Ja, wir müssten hier eigentlich noch zumachen. Ja, mach dann mal dazu. Wobei, es werden wieder so viele Bäume im Weg sein, dass ich jetzt 2 Folgen damit verbringen würde, einfach nur Bäume zu fällen. Ich denke, sobald wir die ersten Roboports haben, mache ich das eher mit den Roboports. Ich brauche noch mehr Lampen. Dass die Roboter dann für mich den ganzen Wald da wegholzen. Du, mach da bitte Licht. Ja, hier wäre... Naja, obwohl hier ist, glaube ich, effektiver. Ja, das heißt, das Ding da brauchen wir gar nicht mehr. Das da. Sondern hier wäre das Ganze. Baum weg. Also, Turm 1, 2, da. So. Dann mache ich jetzt mal so ein bisschen provisorisch hier. Wie so eine Ruine im Wald. Einfach ein paar Mauerstücke hin. Und wenn ich dann später die Zeit dafür habe oder die Roboter dafür habe, dann wird das zu Ende gebaut. So, Mauern alle. Sehr schön. Das war nur der Plan gewesen. Oh, warte mal, hier ist Stein noch. Und ganz viel Öl, ja. Du mach mal da einen Stromanschluss. Da einen Stromanschluss. Und setz die Dinger da. Du auch weg. Ein da und eine große Kiste. Large Iron Chest. Hatten wir schon welche, aber egal. So. Genau, das bitte voll machen mit Steinen. Sehr gut. Du bist fertig. Und wir haben da ein bisschen Stein. Okay. Wo wir gerade beim Stein abbauen sind, kann ich das jetzt auch endlich mal machen. Du. Da. Normale Eisenkiste. Mit dem Baummauer hier sieht auch interessant aus. Auch wenn es nicht wirklich helfen wird. Ich hatte ja früher mal die Idee gehabt, dass wir einfach eine Mauer aus Bäumen bauen. Und ich habe das ein bisschen cheaty gefunden, weil das zu einfach ist und bla 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 bla. Aber Beißer hauen sich hier mit 2 Schlägen durch. Das ist nicht wirklich stark. So, hier Eisen ist am Abbauen, das ist gut. Ja, Inventar ist immer noch viel zu voll. Aber gut, um das Öl müssen wir uns auch bald kümmern. Jetzt, wo ich die bessere Aufteilungsdinger da habe. Und die Tanks sind voll. Ja, warte mal, ich habe da jetzt bessere Tanks. Es dauert länger, die zu füllen. Ich hoffe mal, das bleibt bestehen. Also es ist gerade, stopp, 2500 sind da drin. Die werden zerstört. Das finde ich nicht schön. Also das gesamte Öl, was da jetzt drin war, wurde zerstört. Ich brauche eine Kiste hier. Da. Gib mir eine Kiste, die... So. Alles da einlagert. Gib mir die da. Und dann baue ich hier nicht noch mehr Tanks hin. Also das hätte ich vorher wissen müssen. Das heißt, ich sollte lieber neue Tanks hier ransetzen. Also idealerweise hätte ich dann die neuen Tanks hier hingebaut, dann hätte ich eine Pumpe zwischengesetzt, das ganze Öl da reingepumpt wird, dann hätte ich die alten abgebaut und so weiter und so weiter. Also für euch hier mal wieder aus meinen Fehlern lernen, nicht einfach drüber setzen, dadurch geht das der Inhalt des Tanks verloren. Und es kommt trotzdem noch da hinten genug an, ne? Trotz der Abnehmerkiste.
Nee, kommt's nicht. Wird alles weggenommen. Okay, mach mal ein langsames Ärmchen da draus. Trotzdem ist das Ding nicht schnell genug. Speedmodul. Trotzdem nicht schnell genug. Mist. Kann ich da wieder was draufsetzen? Ja, kannst du. Aber es müsste andersrum. Nein, andersrum nicht. Andersrum hätten wir wieder dieses Endlos-Ding. Nimm mal da ein paar weg. Ich will testen. Achso, jetzt mal hier rum. Nimm die mal weg.